Einen schönen Mittag. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen. Ich habe es fast geahnt, dass es vielen Leuten interessiert, Gehör lesen, etwas zu berichten, wie man das lernen kann. Mein Rufzeichen ist Oskar Ego 6, Radio Delta Delta Gerhard, komme aus Südostösterreich, bin in der Musikschule tätig und seit 2012 leite ich die CW-Schule Graz. Und mein Vorteil ist, Musik und CW ist ja sehr verwandt, ist ja beides auf Rhythmus aufgebaut. Hört man hinten auch was? Wunderbar. Gut, Matt, bitte. Hello, welcome everyone. It's really nice to see so many people, more than last year even, all interested in Morse code. My name is Matthew Pullen. I also live in Graz in Steiermark. I'm an English native speaker teacher in the Volksschule and also in the Volkshochschule. So my speciality is language, and I think there is certainly also some similarity between language learning and learning Morse code, some similarities with regard to learning. So we like to think we both brought a bit of our own teaching methodology to the Graz Morse Code School. Gut, wir können blättern, ja. Der Heinz wird meinen PC betreuen. Das habe ich noch vergessen. Ich habe 1985 die Prüfung gemacht, gleich mit CW natürlich. Aber Gehörlesen mache ich erst seit ungefähr 11 Jahren, weil es halt nicht so einfach ist. Ne? Und es kommt dann im Vortrag vor, wie ich das dann gelernt habe. Wir haben vier Hauptthemen, wie wir das in der CW-Schule Graz schon machen. Eigentlich in der zweiten Stunde beginnen wir schon mit Gehörlesen. Im Vortrag habe ich etwas Neues dazu gelernt, das werde ich dann später sagen. Dann kommt, wie ich Gehörlesen gelernt habe. Der Matt hat auf einer komplett anderen Art Klartext gelernt. Und zuletzt werden wir an OE1 WKL sein Morsegerät vorstellen. Dieses Morsegerät ist für einen Anfänger und für Highspeed-Leute. Und ich werde es auch brauchen. Mein Problem ist, ich merke mir keine Rufzeichen. Ich kann Tempo 200 Klartext hören, geben, aber ich merke mir keine Rufzeichen und werde euch dann zeigen, wie man das mit dem so schön üben kann. Und das gefällt mir, der Papagei. Auf diesem Prinzip arbeitet dieses Morsegerät. In der Musik sagen wir halt Frage-Antwort. Okay. So, as you can see, we have four main themes today. We're going to look at some of the ways we teach what we call copying in your head at the Morse School. At the very earliest stages, we try to begin just getting people copying in their head with very short abbreviations. And then some of Gerhard's methods. Of course, we both reached the same goal, but in very different ways. Gerhard has reached the goal over many years of Morse activity on the bands. And I have used some of the more modern programs to achieve the same goal. And lastly, we'll look at this new invention from Willy, the Morserino 32, which both me and Gerhard are very excited about. Klartext aus dem Gedächtnis hören ist die Krönung der Telegrafie. Yeah, obviously, copying CW in your head is the crowning glory of telegraphy, and I think when it starts to get really enjoyable as well. Das Gehörlesen der Morsezeichen, das Verstehen ganzer Wörter und Sätze und ohne Niederschrift gilt als Ziel der Morsekunst. Und wenn man das kann, dann hört man wirklich entspannt zu bei der Telegrafie. Okay, yeah, so copying Morse in your head and understanding whole words and sentences without having to write them down is really the ultimate end goal of all Morse learning. And not only the goal, mainly because it means it's more relaxing and enjoyable to do it. Ja, weiß nicht, ob jemand den Dieter kennt, Detlima 2, Lima Echo. Wer den Klartext nicht beherrscht, der hat den Lernprozess der Telegrafie nicht abgeschlossen, sondern ihn unterbrochen oder gar für immer abgebrochen. Ist etwas harte Kritik, aber ich muss auch sagen, es gibt sehr viele Contest-Leute, die lieben halt das nur, also Rufzeichen, nur unter Anführungszeichen, schwierig genug, so schnell Rufzeichen hören und eintippen. Aber ist ein super Klartext-Telegrafist, der Dieter. Yeah, as you can see, we've got a quote from Michael Dieter here.
DL2LE says, he who cannot copy in his head has not completed the process of learning Morse. Rather, he has interrupted or forever broken off that process. Warum ist das Gehörlesen so schwierig? Schon wenn wir einen Satz nur buchstabiert zu hören bekommen, ist es schwer, seinen Inhalt zu verstehen. Wir werden das dann gleich versuchen. Die Morsezeichen müssen als Reflex erkannt werden. Ich darf da nicht nachdenken, das ist ein A, aber am Anfang geht es ja nicht anders. Ne? Wobei, dann beginnt das Gehörlesen. And yeah, many, in order to understand how to get better at something, we need to understand why it is difficult in the first place. Why is copying what's in your head so difficult? Basically, it involves a number of tasks, and it's just overloading the brain. I don't know if anyone's familiar with cognitive load theory, but it says that the cognitive centers of the brain are a rather limited resource, and they're very easily overwhelmed. And think of everything that you have to do in order to be able to read Morse code in your head. It says here, even without Morse code, understanding text in which words are spelled out one letter at a time, that in itself requires more concentration. And then add to that the translation into Morse code, you can see that the Morse characters must be understood reflexively. Only then is it possible to really copy Morse code in your head. Ja, ich habe früher schon einmal die Frage gestellt, ist jemand HSC oder wäre High Speed Club hier? Aha, kennen wir uns? Wie ist das Rufzeichen? Data Fox 1, Data Victor. Aber ist schon länger her, gell? Ja, deswegen, okay. Was? Es gibt viele Wege, also welchen Weg man wählt, ist egal, wichtig ist, dass man etwas tut, das ist die Hauptsache. Ja, of course, there are many ways to achieve this goal, and each method has advantages and disadvantages, but the big secret we're going to let you in on today is the main thing is still regular Morse activity, just practice. We can present some things that we think will help, but you know, at the end of the day, it's hard work and lots and lots of practice. Wörter oder Sätze buchstabieren. Und wie ich diesen Vortrag zusammengestellt habe, habe ich gedacht, wir werden schon in Graz beim Morsekurs auch bei den Anfängen ein paar Minuten buchstabieren, so wie A, U, T, O. Das ist die Vorübung für Klartext. Yeah, a really good way to start is just spelling words out instead when you're reading. And it's not a new technique, it's something that the very first telegraphists actually would do, working for the Marconi and things like that. They would actually, over breakfast, ask their wife to read out the news, but buchstabiert one letter at a time, and they would improve this ability to actually understand words spelled out in this way, and this is something that we're trying to now incorporate in the school and spend just a few minutes at the start of every lesson spelling letters out like C-A-R for car. Wir schauen jetzt den Text an und hören das Buchstabieren. Später kommt der Text wieder und dann schauen wir weg. Italienischer Reise Teil 1 von Johann Wolfgang Goethe. Fortsetzung folgt. S-E-P-T-I-M-E. E-L 1, 7, 8, 6, Punkt F-L-U-H D-L-E-I U-H-L S-T-A-H L I-T-H M-I-T-H A-U-S K-A-L-L. Okay, bleib mal weiter. Zeitspann, ja. Es ist nicht so einfach, gell? Der Schlüssel für das Gehörlesen. Ich hätte eigentlich müssen ganz groß schreiben, Pause. Der Anfänger braucht Pause. Es ist Urspaß, es ist egal, was man macht. Yeah, time to think, a pause in between the words. We need big pauses in order to be able to process what we've just heard. Große Wortpausen, Silbenpausen, Wortwiederholungen, ist ganz wichtig. Sauberes Geben, bitte nicht denken, auf dem Band gibt es lauter schönes CV. Leider nicht.
Okay. So, with long words, it's also a good idea to add some pauses in between the syllables. If you have a partner who's very good at this and more experienced, they will do that for you. Obviously, repeating the words, the key words repeated twice. And, of course, it does require someone who can send quite clear as well. No QLF, unfortunately. Ganz, dass ich nicht vergesse, sage ich jetzt, diese Präsentation ist bereits schon auf unserer Webseite als PDF. Und wenn Wunsch ist, können wir die ganze Präsentation draufnehmen. Nur es ist 1 GB, das ist sehr groß, weil es sehr viele Videos sind und Aufnahmen. Gell? PDF ist mittlerweile schon auf der ÖVSV-Seite. ÖVSV Steiermark, dann kommt man am besten hin. So the whole presentation is available on the website to download as a PDF file, but it's a very large file because we've got lots of graphics in there. Ja, passt genau. Wie machen wir das in der CW-Schule? Wir verwenden das Justlet Morse Code Programm. Es ist sehr einfach, die Bedienung, das finde ich einfach schön. Es gibt da sehr viele Programme, aber die Bedienung ist einfach so einfach. Wenn man da das Morsezeichen anklickt, dann kommt auch der Ton. So wie die Musik, ich sehe die Noten und spiele sie nach. Sind wir bereits Lektion 5? Beginnen wir mit unseren Abkürzungen. Sie müssen hören und das wieder zurückgehen. So, if you came last year, you'll know that in the Morse Code School, we're very fond of Just Learn Morse. It's just about as close as any program can get to what we need. As you can see here, as soon as they've learned just 5 letters, we start forming abbreviations, the 2-letter abbreviations. You can see here we could have KM, for kilometer, and we start having sending these, and the person has to hear it and then repeat it and give the meaning. So we try to really get on with copying in the head as early as possible in the learning process. Die MP3 sind alle auf unserer Website, einfach raufschauen. In Zukunft werden wir es wahrscheinlich nicht mehr brauchen, wir haben ein neues CW-Gerät. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten. Klicken wir mal auf MP3. Ja. Und jetzt gebe ich es mit dem Button zurück. Frage, Antwort. Habe ich vergessen. Die da, das gebe ich. Danke, können wir weiter, ja. Das funktioniert tadellos am Anfang und das Morsen ergibt schon einen Sinn, ne, wenn man Lektion 5 ist. Mit kurzen Wörtern beginnen am besten mit den Abkürzungen, dann vielleicht auf 3 Buchstaben schalten. Wie gesagt, MP3 sind alle oben auf unserer Webseite und in Zukunft haben wir den Morse Arena 32, den wir dann auch noch vorstellen. So, as you can see, we move up progressively from 2-letter abbreviations to 3-letter abbreviations. And you'll also see how the Morse Arena can actually replicate this process. Ja, Wörter aus dem Gedächtnis mitlösen oder gehen. Der Lehrer gibt im Unterricht über Skype Internet-CW, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Wir machen mittlerweile Fernunterricht mit Internet-CW. Und man gibt das Wort und wenn er es nicht verstanden hat, dann noch einmal und dann kommt das nächste Wort. Ja. Gut, Matt. So, we also try to use this method on platforms like internet platforms, what they call eSave and Mumble. During lessons by Skype, the teacher will send a word repeatedly and until the student sends the correct word back. So again, it's this kind of send and receive, a conversational aspect to the learning process. Ja, wie habe ich CW gelernt? Wie gesagt, 1985 die Prüfung gemacht und mache erst ungefähr 11 Jahre Telegrafie. I think, as you can see, Gerhard learned the old school method, just loads and loads of QSOs with a trusted partner. Und man muss natürlich ein Glück haben und jemanden finden. Mein Freund Detri Mainz, Jenki Wolf Hotel, macht aus Bielefeld, war das Opfer. Na, blättern wir mal weiter. Ja, ich denke, er hat sich gut gerufen auf der QAG, allerdings schön langsam, man sucht ja langsame Stationen. Ich bin zittrig zurückgekommen und habe das gemerkt, die meisten, was zurückkommen, machen das nicht, muss ich feststellen.
Was macht er? Pausen. Wenn nötig, langes Wort auch nur Silbenpausen man braucht. Und die Schlüsselwörter hat er zweimal gegeben. Und ich war ganz weg, ich habe so vieles verstanden, dass sowas gibt. Dann habe ich ihn gefragt, treffen wir uns wieder. Wir haben uns viele Jahre, stundenlang am Tag, haben wir Klartext gemacht. Gell? Und ist selber Lehrer auch, ne? Ist natürlich ein Vorteil. Gell? Ich hatte das Glück, wir sind noch immer in Verbindung. Jetzt habe ich so viel gesprochen. Gell? As you can see, we've got the same key strategies of larger pauses between the words, pauses between syllables in longer words, and repeating key words twice. And I think what Gerhard was saying is very important to have a mutual understanding of what is necessary to improve learning and uptake of this whole, copying in your head task, as it were. Ja, ich muss auch sagen, bei uns, ich hatte niemand, der mir in Telegrafie geholfen hätte. Hatte Pech. Und deswegen erst ungefähr 11, 12 Jahre Klartext. Gell? Erst am Montag ist das passiert. Es ruft einer CQ, so holprig, ich arbeite nebenbei mit dem PC. Dann habe ich gedacht, ich muss zurückkommen, ich mache ja den Vortrag. Gib schön langsam, viele Pausen, Wiederholung. Der war so glücklich und dann ist das mitbekommen. Vielleicht kannst du das übersetzen. It's the first time I've seen it, hello Gerhard, thank you for the nice QSO that we've just recently had on 7.008 megahertz. CW is definitely a hell of a lot of fun. I've been learning and practicing since for about half a year, and it's really a great feeling, especially when, straight out of your head, can understand these points and dashes, 7.3 hours. Gut, jetzt hören wir uns einmal an, Silben- und Wortpausen, Schlüsselwörter zweimal, bitte. Aha. Jetzt haben wir es wirklich. Wieder zurück, muss zurückgehen. Ja. Wieder zurück. Nochmal zurück. Jetzt einfach anklicken. Jetzt müsste was kommen. Noch nicht. Aha, du bist mit der Maus irgendwo, deswegen. Wieder zurück. Nein, noch einmal zurück. So. Normal, wenn man einmal anklickt, müsste starten. Ah, jetzt kommt er. Hört man hinten noch was? Versucht, die Augen zu machen. Mitlesen. Obviously, hopefully you can see from that that it's much easier to understand words when you have these long pauses in between and you split the words up into smaller portions. Jetzt haben wir die Silbenpausen weggelassen und jetzt kommen Wortpausen, Schlüsselwörter zweimal. Etwas fließender, aber der Anfänger braucht auch Silbenpausen. Das mache ich heute auch noch, wenn ein langes Wort ist, Silbenpausen einbauen. Gell? Okay, wir haben mit der modernen Technik, können wir natürlich auch die Technik verwenden. Wichtig ist immer, dass wir die Technik mit Hirn verwenden. Wenn man GPS verwendet und nie auf eine Karte schaut, ist das schlecht. Und wichtig ist immer die Art und Weise, wie man sowas verwendet.
Mitleseprogramm als Lernhilfe. Yeah, I think what Gerhard's trying to emphasize is using programs as an aid, but try not to rely on them completely. You know, you wouldn't rely completely on a GPS without the ability to read a map. It's something that can be of assistance to learning Morse code, but we have to be careful it doesn't become a crutch. Die Taktik mit dem Mitleseprogramm, nur auf dem Bildschirm schauen und sich beriesen lassen, ist natürlich total falsch. Zur gleichen Zeit mit den Ohren, also Kopf und Augen mitlesen, der PC ist immer etwas hinten nach, ist eine Möglichkeit. Nur mit den Ohren mitlesen und danach den Rest vom Bildschirm holen, ist auch eine Möglichkeit. Und können Sie mir glauben, man ist entspannter. Okay, so obviously just looking at the screen and playing along with it is wrong. We don't want to do that. Do try to read with your eyes and ears simultaneously if you're using a Morse reader. Remember, you need to do this because the PC is always a little way behind the radio, and you'll know that readers are not absolutely perfect. And then as you get better, try to read only with your ears and just glance at the screen to get the odd bit of missing information. What we're saying is, in the absence of, you know, very well-designed programs, we have to use what's there a bit more intelligently to try and make this easier. Jeder Zivilist, der hier ist, der weiß, wie es am Anfang schwierig war. Man ist nervös, auch in der Schule. Also in der Musik ist das Gleiche. Man muss das langsam trainieren, die Bühne. Aha, jetzt machen wir einen Versuch. Wir schauen weg. Versuchen mitzulesen und was wir nicht schaffen, schauen wir wieder kurz hin und dann wieder weg. Ja, nochmal. Ja, kommt da. Konzentriert seid, es braucht sehr viel Konzentration und man kann man blättern, ja. Ah, wir müssen glaube ich nach oben, es startet nach oben, ich weiß nicht warum, irgendwie müssen wir rausgekommen. Ja, okay. Man hat eh genug Arbeit mit dem Gehen, gell? Und wenn man da ein bisschen Unterstützung hat, ist es nicht schlecht, kann ich nur sagen, gell? Und die Kinder in der Schule sind ja beruhigt, wenn der Lehrer neben sitzt, wenn was passiert, dann kann ich was unternehmen und helfen, ne? Also, wenn das Ziel ist, Gehörlesen mit dem Kopf zu machen, können Sie mit ruhigem Gewissen auch ein Mitleseprogramm verwenden. Das Ziel ist wichtig, dass man da wegkommt. Das ist so wie eine Krücke, man hat Operation, aber das Ziel ist, dass ich die irgendwann wegbekomme, die Krücken. Ne? Also können Sie das mit ruhigem Gewissen verwenden. War immer so ein Tabuthema, ne? Aber ich spreche da offen drüber. Gut gemacht. Yeah, so I think also what's important to remember is using these aids, it's not really cheating. As long as there is, you know, everyday activity with a friend and you're doing SCEDs, the fact that you've got a program there in the background, we don't think it makes a huge amount of difference to the learning process. What makes a big difference is whether you're actually on the air doing QSOs every day or not. That's the main factor. I have schon die Folie gemacht. Jeden Tag mit dem Freund üben. Es ist ideal, wenn man einen Funkpartner hat, natürlich. Gell? Skate ausmachen mit einem vertrauten Funkpartner und man hat dann einfach weniger Hemmungen. Es ist einfach so.
Allerdings mit unserem neuen Gerät können wir wirklich schon viel alleine machen. Das ist auch ein Vorteil, weil viele Leute haben keine Zeit mehr heutzutage. Ne? Das ist das Problem. Yeah, and obviously when you're practicing every day, it's great to have a trusted friend and try and do more conversational telegraphy. And of course the mutual understanding between you, it makes it a lot easier to do it. I know for a lot of people when you're self-conscious, that already makes it a lot harder. So having someone you know obviously makes that a lot easier. It takes another bit of the load off the shoulders. Ich bin gewohnt, auf die Uhr immer zu schauen, Schule, dass nicht zu lange dauert. Gell? Am besten mit Standard-QSOs anfangen. Was ist wichtig? Das Rufzeichen. RSD, Name, QTH, QZ verwenden. Nebenbei auch, man kann dort schon Sachen holen. Gell? Und die Standard-QSO, die laufen immer gleich ab. From the example you heard, you probably realise that it's a good idea to start with standard QSOs because we know the context so well. You don't have to understand everything. We know there's going to be a call in an RST. We can check the name in the QTH. We can use QRZ on the computer. And like I said, they have this very uniform structure that we all know so well. That also helps just relieve a bit of the load of understanding. Das Standard-QSO. Genau dieses Standard-QSO auswendig lernen bei uns. Bei der Prüfung in Graz müssen Sie das auswendig hören und geben. Und das ist einmal die Grundmauer. Nicht? Ist kein Fotografieren natürlich. Ja. Dürft ihr, ja. Wir sind nicht fotoscheu. Bitte. Any people, everyone at the Graz-Moss Code School must learn this QSO off by heart and be able to repeat it on air with a partner in order to pass the exam. This is actually available for download from the site, I believe, so you can download it afterwards. And as you can see, I'm sure all of you recognize the structure there. Yeah, irgendwas wollte ich noch sagen. Oh, ja, wie ich schon, glaube ich, erwähnt habe, wir haben auf zwei verschiedene Arten Klartext gelernt. Und das ist für euch interessant. Ihr könnt meine Variante nehmen, seine oder beide verwenden. OS6, Foxtrot Echo Wolf, Training mit dem Computer oder Smartphone. Gute Lernprogramme bieten die Möglichkeit Texteingabe. Man kann dann jeden Text eingeben und das Ganze dann anhören. Allerdings ist es ein bisschen Arbeit, das zu bearbeiten, bitte. So we're going to look now at some of the methods I have used to actually climb the mountain, as it were. I've trained very intensively with a computer and my smartphone, using some modern programs available. I find that good programs allow you to use your own text, and if you can use a text that has meaning and is enjoyable to read, then you want to read more. You know, I find just random words, it's really, your mind turns off very quickly from just random words. When it's a book and it has meaning, or it's an email, it makes it so much more easier. And you don't just have to use books. A lot of the online books you'll find are actually not very suitable. They use what we call archaic language, very, very complex sentence structure, and they're very hard to understand. So if your first choice of a book for like learning was something like Franz Kafka's Metamorphosis, it would be a very bad choice. It is very hard to do that. Try something like everyday text, like news reports, weather forecasts. These are much more simplified language. Yeah? Da haben wir schon ein Programm, was der Matt verwendet hat, Morse-Trainer. Ja, allerdings beim Morse-Trainer gibt es Umlaute, der schon morsen kann. Ah, andere Frage, wer verwendet Umlaute? Ah doch, wer verwendet keine? Ah, wir sind die Mehrheit, ja. Sie sind zwar ähnlich, aber bei CH schmeißen jeden raus, gell? Ja. Okay. Yeah. So we come now to one of the big difficulties, especially if you're a German speaker and you're wanting to create your own text, these special characters that are not in the English language, the umlaut characters. And I see some people use them. I occasionally use them and I occasionally hear them on air, but I also use, I sometimes translate them and just, anyway, we'll hear them now. Yeah, genau, aufhören. Thank you.
Ja, passt, danke. We just stay here a minute. Aber einmal zurück. So the one thing is, this is particularly to do with a program called Save a Trainer for ham radio for Android. It's about €3. I think it's very good. I use it all the time. I've got it here on my mobile phone. I brought it up there. Oh, but you can come and have a look at it afterwards and have a play with it and talk to me about the settings. But one thing to know is when it's in your own text mode, it will play these umlaut characters if you want. But for some reason, it does not play the special character SZ or sharp SS. It just sends SS. Aha, im Modus E-Book, es gibt keine Umlaute, Texte müssen bearbeitet werden. Yeah, if you have it in E-Book mode, it cannot send umlauted characters, the specials under Zeichen. So any text that you feed into it will require more preparation. Ja, da sind die Einstellungen und es gibt so wenige Programme, wo man auch die Wortpausen einstellt. Und ich kann mich noch erinnern, ein CW-Schüler hatte, ich vermute AGCW, in meinem Verteiler angefragt, ob es da ein Programm noch gibt. Dann sind also etwas unschöne Mails zurückgekommen. Aber gerade ein Anfänger braucht die Pausen. Gell? Gott sei Dank gibt es Pausen. Bitte, Wortpausen. So, yeah, here's a look at the actual settings screen in Morse Trainer. And what we find really important, what we like about this program in particular, is the all-important word spacing. It allows you to adjust the word spacing in your texts. And 35, you'll hear 35 on my phone when you come up, that's quite a lot. You could actually set the gap huge. So we were chuffed a bit when the developer brought this version out and he'd added word spacing. We thought this is a great developer. Okay, suche einen Text. Geht schon weiter. Ja, man sieht, es ist ein bisschen Arbeit, Umlaute umwandeln. Dann just where Morse Code wandelt die Umlaute um. Textverdoppler, es gibt auf unserer Webseite, ihr könnt euren Text verdoppeln, also jedes Wort kommt dann zweimal. Ihr seht, das ist sehr hilfreich. Morse Arena kann Textverdopplung, Umlaute wandelt er um auch schon? Nein, ist aber wieder kein. Ja, das wäre mein Anliegen, weil die Leute haben ja keine Zeit. Ja. Ja, und dann geht es auf einmal, gell? Also tut es noch bis zum Ende warten, wir haben ein super Gerät da und da kannst du noch wirklich selber sehr viel üben, gell? Bitte mal. So, we're going to look now a little bit at preparing text. Like I said, if you are a German speaker, it requires a little bit more work to prepare your texts for translating into Morse code. First, we'll show you how you can translate all the umlauts signs. And remember, just learn Morse and Morse Arena 32, they change them automatically. And also, there's a program available on our website. It's what we call a word multiplier, and that will multiply all the words in the text. And as you'll find out, the actual multiplication rate is adjustable within the Morse Arena 32. All is cheap. I think you were saying you have to pay. There is one program available that can do it, but you have to pay for it. So, jetzt starten wir mal eine Aufnahme, wegschauen. Kommt zweimal und wenn man es noch immer nicht, wenn man es noch immer nicht verstanden hat, hinschauen. Dann gehen wir ran. Irgendwas hat da das Programm, jetzt müssen wir weiter, ja genau. Didaktik für Text hören. Text hören, gleichzeitig mitlesen ist eine Möglichkeit. Text vor dem Hören durchlesen, dann weiß man schon ungefähr was kommt.
nur mal den halben Text durchlesen, dann hören, Text vor dem Hören gar nichts mehr durchlesen, Text vor Doppler verwenden und dann zuletzt nur mehr hören. So, if you are creating your own texts using either CW Trainer or Just Learn Morse, as you saw, there is a way to approach the whole thing incrementally as well. We don't have to go jump right in at the deep end. You could try maybe the first few weeks just listening to the text and reading it at the same time. Just get used to read it, hold it in front of you and read it. When you get a bit better, then you might want to try just reading the text through once before listening. I still do this, and I don't find it a problem at all. And then listen. Then, as you get better, you can read only half the text through before listening. And this is what I tend to do predominantly now. I read so much of the text, but when I'm listening in my car driving around, then it will play past the point to where I have read. So I have some context in my mind. I know where they got to in the story, and I got an idea where it's going to go. And it's this importance, the importance of having a bit of background context in your memory, which can make such a difference in understanding. Then, when you get really good, listen to the text without reading it at all. Use the word multiplier program, if you like. And then, of course, at the end of the process, you're just listening to normal text. It's not a problem. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Programm. Morse Fusion, das ist ein Web-based Programm. Mit Morse Fusion kann man Gehörlesen üben. Man kann damit Bücher lesen. Die Wörter werden buchstabiert oder gemorst. Und jetzt kommt das Negative, es kostet was. Yeah, this is another program that I have used, Morse Fusion. It's a web-based program, and as you saw in the previous step, one of its great benefits of these programs is, in particular this one, is that it allows you this incremental process that you can go just one small step at a time. You can practice copying Morse in your head, you can read books with it, which I love, and words, and most importantly, the words can be either spelled out verbally or sent as Morse code. Well, not the words, it's actually the letters which will be read out. You'll hear that. Unfortunately, it does cost money. It's 10 euros a month. But just to give you an idea, it took me 6 months to complete the process. So I think 60 euros is worth it. Das sind die Bücher, gell? Und es gibt ein deutsches Buch. Here's a list of the books. As you can see, again, many of these books would not be good for a beginner. The developer does say this on the site. He says, start with an easy book. And you can see the one he's labelled here, Gentle Start, Great Inventors, H.E. Macomber. This is if you're an English speaker, of course. If you're a German speaker, there is one book available. And at the time, I must apologise, I was working with the developer. I didn't really have a good idea of what would be a good book for a German speaker, and to my shame, I recommended the Italienische Reise von Goethe. Yeah. So, my apologies for that. Okay. Aha, man soll ungefähr 2 Wochen nur auf Buchstabieren einstellen. Yeah, importantly, is to really use this to lay the groundwork and the foundations, get used to hearing words just spelled out verbally, don't use any Morse signs at all. For the first 2 weeks, just listen to everything spelled out, and this will really help you get you introduced to it. Wir schauen jetzt. Es kommt wieder der gleiche Text, es wird buchstabiert, und wir schauen aber weg. Italienische Reise Teil 1 von Johann Wolfgang Goethe. Fortsetzung folgt. S-E-P-T-E-M-E-E-L 1-7-8-6-Punkt F-L-U-H D-L-E-I U-H-L S-T-A-H-N. Okay, danke mal. Matt, sein Wunsch ist, dass du das in Morserino einbaust auch. Ich weiß nicht, ob das möglich sein wird. Can we just go back a slide? I just want.
I just want to point out some of the settings here as well before we move on. You'll notice you've got a choice of voice, male or female, and the sending speed goes up to 30. And importantly, again, we are able to adjust the word space, which we again is perhaps absolutely crucial. And then you can select the duration of the session. Okay, ja. Und jetzt schalten wir schon zwei Buchstaben ein, die gemorst werden. E und Echo und Tango. Bitte. Italienische Reise Teil 1 von Johann Wolfgang Goethe. Fortsetzung folgt. D-I-O-B-R-N. Okay, passt, danke. Ist eine andere Art, Klartext zu lernen. And so when you find that you're actually starting to understand text just read out, then of course you can add the first two signs. Or you can just add one if you want, it's up to you. But I chose to get the two common ones out of the way. Yeah, because it was the first two and the two shortest ones. So I went for E and T. That's just the way I did it. And you can do it any way you like. If you like. And I never bothered with changing the percentage of the time. I just have them all set 100% of the time and add them in incrementally. Ah, ja, jetzt machen wir, kriegt man Lautsprecher an, etwas für Englisch sprechende. Dracula by Bram Stoker, continued. Period, comma. O. 1. S. Y, comma. Okay, danke. Aber ich glaube, das Prinzip habe ich verstanden, gell? Was wolltest du noch sagen, Matt? Well, just that, as you can see, there's another example with more letters. They've got quite more advanced and they're adding more and more letters in. After I'd got the first E and T in, I started with the longer characters because they occur more rarely, that's why they're longer, and that gives you more time to think. So as you get better and better, you're adding in the shorter and shorter characters, you're leaving the hard ones just for the end. Okay? Ah ja, gibt's einmal zwischen welche Fragen? Ja. Mit welcher Geschwindigkeit übt man das? Also wir arbeiten mit Tempo 15 in Graz. Ja. Wir haben damals mit Tempo 60, also 60 Buchstaben haben wir die Prüfung machen müssen. Ich glaube, vorher in Deutschland auch so. Ja. Wir sind ein bisschen schneller. Ah, das hat deswegen, manche sagen, man soll das schneller machen, weil wir am Anfang auch schon gehen. Ne? Und wenn der Kia zu schnell ist, dann läuft er immer davon. Das ist das Problem. Please translate. Well, as you see, that program was working. It starts at 15 words per minute, but you can go right the way up to 30 as you get better. But I would begin, go get 15 under your belt first, then reduce the spaces between the words. Then when you've done that, and there's no spaces between the words, then increase the speed. Ja, nichts noch klicken, gell? Wir hören jetzt nur ganz, kurz die CQ-Serenade, die gibt es ja auf YouTube, jetzt ist sie französisch, am Anfang haben wir das weggelassen, und dann kommen wir zum Morse Reno. 32. Kann sein, dass es laut ist. Jetzt machen wir wieder auf. C'est des vagons dans mon soumon. Si you serenade, les ondes sont remplies d'amateurs de tout le pays. Le monde en découvert, et soyez pas surpris d'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. Voilà,
pour elle chante ce refrain. On est content d'entendre ce joyeux refrain. Que vous soyez russe ou français, américain ou bien anglais, c'est la même chose quand on s'appelle CQ, c'est réveillé. On se comprend dans le monde entier, sans aucune difficulté. Dans toutes les langues, tout le monde s'arrange, c'est le même refrain. L'amour de la paix, c'était pour nous sacré. Il ne faudrait pas essayer de nous l'enlever. Si tous les pays partaient comme les amateurs, ce serait un véritable bonheur. Si dans le monde tous les gars disaient comme nous, da-da-di-da, on serait heureux comme les rois, on n'aurait plus de tracas. Les besoins de la bombe atomique, ce serait curieux, ce serait comique. Les présidents, les dictateurs chanteraient tous en chœur. Yes, I know. Am Anfang haben wir die englische Version weggelassen mit Zeitspanne. Ja. Okay, wir blättern einmal. Anna, ja. Vielleicht hat jemand dieses Gerät schon. Das ist der Morse 301, ist ein Übungsgerät. Wir haben uns in Dobel, wer will, erst einmal gesehen. Und ich habe schon immer gesucht, jemanden, einen Programmierer, der auf meine Wünsche eingeht. Und die sind ein bisschen hoch. damit das Üben lebendig wird. Gell? Und ich habe dann den Willi gebeten und dann eine Mail geschickt, alles was ich haben will. Dann hat er festgestellt, es geht mit dem Maserinan das nicht mehr, gell? Und hat dann einen neuen gebaut. Und den wollen wir jetzt vorstellen. Vielleicht ganz kurz übersetzen. Gerhard, and I think everyone in the Morse Code School has been, is always on the lookout for a cooperative developer. Then one day Billy came along to Dobel. He'd made this Morserino, and so he agreed to work with Gerhard, which was fantastic. Gerhard sent him a list of all the things he'd love to be built into the Morserino, and so Willy threw it straight out and started work on the Morserino 32 for us. Yeah, das ist er schon. Blättern wir mal weiter. Aha, Willi, das ist jetzt am besten, wenn du das erklärst. Hm? Ja. Ich bin ja kein. Okay, achso, war du da, ja. Ja, also wie gesagt, die erste Version, der Metamorserino, das war eigentlich mehr so ein Fun-Project für einen Workshop zum Basteln. Ja, und wo man was baut, was lötet und es sollte ein bisschen eine Funktion haben. Und da haben wir uns gedacht, der Morse-Code-Generator, mit dem man ein bisschen morsen kann, ist ein ganz lustiges Projekt und das hat so eingeschlagen und so viel Resonanz hervorgerufen, dass wir eigentlich gesagt haben, das muss man eigentlich ausbauen. Wir haben also von diesem Metamorserino, das war die erste Generation, 250 Stück an den Mann gebracht, 250 Bausätze. Aber die Wünsche waren doch recht anspruchsvoll und der Arduino als Plattform war dann irgendwann nicht mehr leistungsstark genug. Und dann habe ich mich umgesehen nach einer anderen Plattform, auf der man das Ganze realisieren kann und bin da auf den ESP32 Mikrocontroller gestoßen, der sehr leistungsfähig ist, viel Speicher hat, sehr schnell ist. Und da gibt es sehr preiswerte Module, die haben auch gleich drinnen ein OLED-Display. Das ist zwar nicht sehr groß, aber hat eine hohe Auflösung und ist sehr gut lesbar, sehr scharf. Und es hat auch Funkmöglichkeiten drinnen, zum Beispiel Bluetooth, WLAN, oder LoRa. LoRa ist jetzt sehr en vogue, ja, weil man damit Datenpakete relativ weit schicken kann mit sehr geringer Leistung und lizenzfreien ISM-Bereich im 70 cm Band. Und das ist jetzt die Grundlage für den Morserino 32. Und das wird als Bausatz verfügbar sein. Im vierten Quartal dieses Jahres ist angepeilt, also rechtzeitig für unter den Christbaum legen. Wird auch für Anfänger leicht zu bauen sein, in einer halben Stunde oder so leicht aufgebaut. Die kleinen SMD-Bauteile werden schon drauf sein auf der Platine
Man musste nur die größeren Dinge wie Lautsprecher, Buchsen und solche Sachen auflöten, was relativ leicht möglich ist. Von der Funktionalität ist es ein Morse-Kia. Das kommt eh noch. Gut, dann ganz kurz. Willie's English is fine. Now I have to speak in English as well. Okay. As I said, in the first iteration, we built a little project which was the Metamorse Arino, which was based on an Arduino, as a fun project for a workshop at a maker fair, not the maker fair here, but the maker fair in Vienna. And it was very successful. We sold in total 250 of these kits, which was a big surprise for us. And then Gerhard came along with a long list of features, and then I realized the Arduino platform is really not powerful enough to integrate all these features. I'm running out of memory space, and it will just not be doable. So I was on the lookout for a platform that is powerful enough, and I discovered these ESP32 microcontrollers, which are very, very powerful, have high speed, a lot of memory, and these small modules are available that are integrated already with an OLED display, which is very readable, and with radio features like Wi-Fi, Bluetooth, and LoRa. LoRa is very much en vogue now, as you can send data over relatively long distances. And so I decided to use this platform and to design a new machine, so to say. And this new machine will be available as a kit in the fourth quarter, ready for Christmas. It's will be easy to build, because all the SMD parts are already on the PCB, so you only have to solder on the other about 10 things like these plugs and connectors for the plugs, or these things like. So yeah, that's the status right now. Schauen wir weiter. Ja, da ist er schon. Morse-Arino ist ein Kia, ein CW-Trainer, das gibt es auch schon. Allerdings im Trainer ist die Wortwiederholung eingebaut, brauchen wir nur einstellen. Und das mit dem Echo. Der Jack kann das, aber der kann nur Calls, glaube ich. Ja, das ist der einzige, was noch untergekommen ist. Er gibt dir was und du musst es wieder zurückgeben. Und dieses Spiel ist sehr interessant. Wir blättern weiter. Aha, jetzt kannst du bitte die. Ja. Also das sind im Wesentlichen die Features dieses Geräts. Die Hardware haben wir schon besprochen. Als User Interface gibt es einen Drehgeber mit einem weiteren Knopf, also relativ leicht zu bedienen. Anschlüsse für den Transceiver, man kann also wirklich einen Sender damit tasten. Audio In für Morse Decoder, das heißt, ich kann von einem Empfänger die Morsezeichen als Töne in das Gerät einspielen und es wird mir am Display die Morsezeichen dekodieren. Ausgang für Kopfhörer. Kapazitive Sensor-Pedals, die sozusagen im Lieferumfang dabei sind. Aber man kann natürlich auch ein externes Pedal anschließen oder auch zum Dekodieren einen Straight Key, eine Handtaste, und dann, wenn ich korrekt gebe, im einigermaßen richtigen Punkt-Strich-Verhältnis und Pausenverhältnis, dann wird mir das Gerät auch meine von Hand eingegebene Morsezeichen richten. Lithium-Batterie und USB aufgeladen. Es hat eine Deep-Sleep-Funktion mit einem Timeout, das heißt, wenn 5 Minuten lang nichts passiert mit dem Gerät, dann schaltet es ab zum Stromsparen. Man kann die Batterie auch komplett trennen, wenn man längere Zeit nicht benutzt, weil auch im Deep-Sleep natürlich ein bisschen Strom verbraucht wird und irgendwann dann der Akku leer ist. Ja, genau, das sind jetzt die Funktionen des Kias. Die Geschwindigkeit natürlich einstellbar von 5 bis 50 Wörter pro Minute, also 25 bis 250 Buchstaben pro Minute. Haben wir schon erwähnt, eingebaute Touch-Pedals oder externe Pedals verwendbar. Die Polarität des Pedals kann man ändern, nicht? Also es muss der Punkt nicht unbedingt auf der linken Seite sein. Wenn ich es gewohnt bin, ihn auf der rechten Seite zu haben, kann ich das einstellen. Logischerweise, oder wenn die externe Taste verkehrt herum angeschlossen ist an den Stecker, was auch vorkommen soll. Am automatischen Modus hat es Jambik A und B und auch Ultimatic.
ist etwas weniger bekannt, aber auch nicht uninteressant, möchte ich nur sagen. Vor allem, wenn man viele Zahlen zu geben hat, dann ist Ultimatik vielleicht sogar ein Vorteil. Für die, die es nicht kennen, Jambik kennen alle, das ist abwechselnd, Punkt, Strich, Punkt, Strich. Ja. Ultimatik ist, wenn ich beide Battle-Tasten drücke, kommt zuerst das, was ich als erstes gedrückt habe, und das, was ich als zweites gedrückt habe, wird einfach endlos dran wiederholt. Also es ist Strich, Punkt, 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 oder Punkt, Strich, 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 Strich. Ja. Drum für Zahlen relativ gut geeignet. Bei Jambik B ist das Timing eine relativ kritische Sache. Wie lange oder ab wann erwartet der Kier, dass er sozusagen noch gedrückt ist, damit er noch einmal einen Punkt oder einen Strich nachschickt. Ja? Und da habe ich die Parameter einstellbar gemacht. Da hat jeder ein bisschen ein anderes Gefühl, wie es richtig sein sollte. Und darum sind diese Parameter komplett einstellbar. Tonhöhe kann man ändern, die Lautstärke kann man natürlich einstellen. Und es kann auch Automatic Character Spacing, das heißt, wenn ich zwischen zwei Buchstaben ein bisschen zu wenig Platz lasse, ja, normalerweise ist definiert drei Punkte lang der Abstand zwischen Zeichen und ein Punkt lang ist der Abstand innerhalb der Elemente in einem Buchstaben, ja, also zwischen Punkt und Strich innerhalb des Buchstabens. Wenn ich jetzt zwei Punkte lang Abstand halte zwischen zwei Buchstaben, dann wird das unter Umständen unsauber und kann am anderen Ende nicht mehr so leicht gelesen werden. Darum kann ich ACS einstellen, dann wird eine Pause automatisch auf drei Buchstabenlänge verlängert. Oder auch auf vier, das kann ich einstellen. Ja. Dann der Code Generator, CW-Trainer, auch wieder natürlich Geschwindigkeit einstellbar, kann zufällige Zeichengruppen. Fünfergruppen sind typisch dafür, aber sie müssen nicht fünf Zeichen lang sein. Sie können zwei Zeichen lang sein, oder drei, oder vier, oder fünf, oder sechs. Oder auch eine zufällige variable Länge, da kann ich einstellen, ich will Zeichengruppen, die zum Beispiel zwischen drei und fünf Zeichen lang sind. Dann würde man einmal drei Buchstaben geben, und einmal fünf, und einmal vier, und einmal drei. Also das kann ich alles einstellen. Ich kann Call Signs generieren. Oder Dinge, die ausschauen wie Callsigns, es sind nicht unbedingt real existierende, aber sie schauen so aus. Oder die üblichen Abkürzungen, die im CW Amateurfunk verwendet werden, inklusive der Q-Gruppen. Aber es sind auch drinnen die etwa 200 häufigsten englischen Wörter, sodass man Englisch Klartext damit auch relativ gut trainieren kann. Dann kann ich einstellen, welche Zeichen ausgegeben werden. Eins ist die Koch-Methode, das heißt, ich stelle ein, bei welcher Lektion ich nach Koch bin. Und dann gibt es mir halt nur die 5 Buchstaben, die ich schon kann, oder die 12 Buchstaben, die ich kann, bis ich alle habe. Oder ich kann einstellen, nur Buchstaben, dann gibt es mir alles von A bis Z, oder nur Ziffern zum Trainieren, nur 0 bis 9, oder nur Interpunktionszeichen, die kommen seltener vor, die kann man dann schlechter. Kann ich einmal speziell trainieren, nur Punkt, Komma und diese Schrägstrich, Fragezeichen, diese Dinge. Oder die Pro-Science, ja, diese kombinierten Zeichen, die im CW-Verkehr auch üblich sind, kann ich auch speziell trainieren oder auch kombinieren mit anderen Gruppen. Ich kann auch einstellen, die Länge der Wörter, die er mir gibt, eben bei Abkürzungen oder englischen Wörtern oder bei den zufälligen Gruppen, kann sagen, ich will nur Wörter, die zwei Buchstaben lang sind am Anfang. Ich habe am Anfang, ich habe mein Gehirn genug zu tun, also nur kurze Wörter. Und dann steigere ich mich auf drei Buchstaben lange, vier Buchstaben lange und so weiter. Ich kann einstellen, dass der Abstand zwischen den Zeichen größer wird, so wie bei der Farnsworth-Methode. Und ich kann auch einstellen, unabhängig davon, dass der Abstand zwischen den Wörtern größer wird. Was, wie wir heute auch schon gehört haben, auch eine sehr wichtige Funktion zum Lernen ist. Und ich kann einstellen im Trainer, dass jedes Wort, das ausgegeben wird, doppelt ausgegeben wird. Ja? Gut. Tja, aber funktioniert ja. Das Schöne ist, man kann wirklich alles einstellen. Ist nur jetzt eine Wiederholung, wir können eigentlich weiterblättern. Ja? Da können wir auch weiterblättern. Ah, und jetzt haben wir eine Ausnahme, bitte draufklicken.
Also man braucht nichts mehr bearbeiten, reinladen nur und wiederholt die Wörter. Wir blättern weiter. Was haben wir jetzt da? Okay. Das war mein Anliegen. Ja. Das wird im Musikunterricht immer verwendet. Vorspielen, Nachspielen, das Echo oder Papagei-Prinzip. Ja, also das ist diese neue Funktion Echo-Training. Das Gerät gibt ein Wort aus dem Ganzen, was man vorher schon gehabt hat, aus diesem Repertoire, englische Wörter oder Abkürzungen, Callsigns, was auch immer. Und man muss es jetzt selber mit dem Paddle eingeben und man kriegt ein Feedback, was richtig oder was falsch. Wenn es falsch war, wird es noch einmal wiederholt. Das kann ich auch einstellen, wie oft er mir das wiederholen soll, bis er aufgibt und das nächste Wort gibt. Man kann auch einstellen, unendlich lang, dann kann es aber frustrierend werden, wenn ich also auch beim 300. Mal es noch nicht geschafft habe, es richtig einzugeben. Aber es geht alles, ja. Ich muss nur wiederholen. Ja, wir haben wieder ein Video. Es gibt einfach Buchstaben und man gibt ihn wieder zurück. Wenn ich jetzt Lektion 5 eingestellt habe, natürlich, es kommen nur immer die 5 Buchstaben. Okay, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Abkürzungen. Wenn ich Lektion 5 eingestellt habe, dann kommen nur diese Buchstaben und wie viele Buchstaben ich auch will. Das kann man alles einstellen. Gell? Starten wir bitte. Ja, wir können weiterschauen, was kommt jetzt da? Das haben wir schon gehabt, einmal weiter. Ja, jetzt hast du gestartet, ja? Kann man noch Stopp machen? Müssen wir wieder zurückblättern. Blättern. Anders, bis die Calls wieder kommen. Das Blatt immer falsch. Weiter. Weiter. Ja, jetzt da. Hier kann man einstellen nur auf 3 Buchstaben. Ich habe früher schon gesagt, ich kann Klartext 200 hören und geben, aber ich merke mir keine Rufzeichen. Das wird es vielen so gehen. Auch jetzt kann man es auf 3 Zeichen einstellen und die mal hören. Und die kann ich noch auseinanderziehen mit Buchstabenpausen. Willst du übersetzen? Oder mal? Okay, so Gerhard said he has sometimes problems, although he's a very good Morse code reader, problems remembering call signs. So with the call sign trainer, you can generate call signs and you can start with short call signs, just 3 characters long, and then you can extend it to 4 characters, 5 characters and so on. And of course you can also have a space between the characters so that is, although the character itself is at high speed, there's a little pause between each character. And this will be shown in the demo here. Natürlich darf man nicht aufschreiben, weil heute ist ja Thema Gehörlesen. Diese 3 Zeichen muss man sich im Kopf merken und dann zurückgehen, bitte. Wir sind im HSC-Club auch dabei. Gell? Jetzt müssen wir aufpassen. Wir klicken mal nur das Foto an. Jetzt kommt Tempo 25.
Also es funktioniert heißt, mit 125, übersetzt. So, this is high speed 25 Hz per minute. Now we will demonstrate 40 words per minute or 200 characters per minute. Okay. Ja, und jetzt der Tempo 40. Es wird ein bisschen lauter sein. Ich habe das ein bisschen falsch aufgenommen. Gell? Ja, Tempo 40 funktioniert dann aus der Kier. Okay, schon so. Okay. Ja, danke schön. Ja. Immer wenn richtig oder falsch ist, kommt ein Beepstone. Dann gibt es Leute, denen stört es. Willi hat es bereits schon abgestellt, dann kommt gar nichts. Ja. Und jetzt gibt es noch einen Wunsch, ein Roger wollte sie haben. Kannst du übersetzen. Yeah, so you saw that the response was, you get a visual, okay or error on the display and acoustically two different sounds as a feedback if it was right or wrong. The acoustic feedback you can turn off because some people found it confusing. So then it's silent and you only have it visual. And now I hear that other people want a Roger as a feedback. I think this will be possible too. Ah ja, jetzt kommt es. Die Funke übertragen. Heute war ja die Premiere unten, gell? Wir haben schon ausprobiert. Das ist sozusagen die allerneueste Funktion und da glaube ich, kann man sagen, man Morse Übungsgeräte gibt es seit langem und gibt es viele und man kann morsen am PC und man kann morsen am Handy. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, mit denen man morsen lernen kann. Aber was es bisher nicht gegeben hat, war ein Morse Übungsgerät, das wirklich selber auch funken kann. Und das ist neu. Dadurch, dass wir diese LoRa High-Speed-Datentechnologie oder Slow-Speed, muss man sagen, Datentechnologie, Funktechnologie auf dem Chip drauf haben, habe ich mir überlegt, es wäre doch schön, wenn man zwischen zwei oder mehreren dieser Geräte wirklich ein QSO fahren könnte, per Funk. Und das ist auch inzwischen implementiert, es ist wirklich ein CW-Transceiver drauf und man gibt auf einen benutzt mal Sender, schaltet automatisch um zwischen Senden und Empfang, man gibt etwas ein in Morsezeichen, er sendet das aus und die anderen Geräte spielen das ab, genau in dem Tempo, wie es eingegeben wurde. Ja, es müssen nicht alle im selben Tempo geben. Das ist so wie im echten Leben. Der eine gibt schneller, der andere langsamer. Und es wird aber beim Empfänger immer in dem Tempo vorkommen, wie es der Sender gesendet hat. Es kommt mit einem kleinen Delay. Also wenn man die Geräte direkt daneben hat, dann ist es ein bisschen verwirrend, weil man gibt ein Wort auf dem einen und dann gibt man das nächste Wort. Aber während man das zweite Wort gibt, kommt erst das erste Wort beim zweiten Empfänger heraus. Das ist dadurch begründet, ich muss die Daten komprimieren. Ich kann also nicht pro Buch, pro Punkt oder Strich oder pro Zeichen senden, weil ich dann zu viel Overhead im Datenpaket habe und damit zu viel Aussendung habe eigentlich für die kurze Zeit, die ich zur Verfügung habe. Das heißt, ich sende jedes Wort. Immer wenn eine Wortpause kommt, dann wird das Wort, das bisher eingegeben wurde, komprimiert in ein kleines Datenpaket und geschickt. Und dann auf der am Empfänger wieder abgespielt. Der Matt hat ja 5 CW-Schüler in der Volksschule, bitte habe ich es richtig gehört, Volksschule. Und dort wird es eine super Sache sein, die kleinen Kinder können schon funken. Yeah. And short translation in English, this has now a Morse transceiver built in, based on the LoRa radio technology. And two or more of these devices can really have a conversation. The range is, if there's free sight, up to several kilometers, really. So it's no problem in a room. You put your pupils in different rooms in a building, and they can have a CW QSO, like in real life from shortwave. Ohne Lizenz. Ohne Lizenz, ja, es ist im ISM-Bereich, im 70 cm ISM-Bereich. Deutsch können wir noch ja. Wieder warm. Ein Ding war noch vielleicht zurück. Da steht currently work in progress. Der CW-Transceiver, der ist schon implementiert. Also da wird vielleicht noch ein bisschen optimiert, aber der ist im Wesentlichen fertig. Das nächste ist, dass man Texte, eben freie Texte, wie aus Büchern oder sonstige Texte, die man vom Internet irgendwo hat,
auch hochladen kann in das Gerät und in Morse Code abspielen. Wieder mit Wortverdopplung, mit Konvertierung von Umlauten und scharfem S. Das ist sozusagen derzeit noch in Arbeit. Dann ist also dieses Feature, dass man beliebige Texte sich irgendwo aussuchen kann, hochladen kann in das Gerät. Das Gerät hat relativ viel Speicher, also man kann sich ein paar hundert Kilobyte hochladen, das sind etliche Stunden zum Trainieren. Kann man ein ganzes Buch, ein ganzer Roman oder so kann man sich hochladen und dann in Morsezeichen vorspielen lassen. Was angeregt wurde, dass es auch buchstabieren kann mit Sprachausgabe, das traue ich mir nicht zu, muss ich sagen. Also derzeit noch nicht, vielleicht in einer späteren Version. Ja, und also alle Leute, die sich da interessieren, es gibt eine Website, www.morsarino.info, und da ist so ein Formular, da kann man sich auf die Mailingliste setzen lassen. Es gibt hier auch Prospekte, da ist das auch noch einmal drauf, auch mit QR-Code, dann hat man es gleich im Handy, den Link. Und über diese Mailingliste werde ich alle Interessenten informieren über die Verfügbarkeit, wann es verfügbar ist und wie man es bestellen kann, was es kosten wird. Interessante Frage. Ich habe noch keine genaue Kalkulation, weil es auch ein bisschen abhängt, mit welcher Stückzahl muss ich rechnen. Aber mein Ziel war es, einerseits auf jeden Fall unter 100 Euro zu bleiben. Es war klar, unter 50 wird es sich nicht ausgehen, einfach von den Bauteilkosten, die man hat und Kosten für die Erstellung der Platine und so weiter und Bestücken mit den SMD-Bauteilen. Mein Ziel ist ungefähr 75 Euro plus minus 10 Euro. Da werden wir ungefähr hinkommen, schätze ich. Aber die genauen Informationen kommen über die Mailingliste und auch der Preis und wie man es dann bestellen kann und kaufen kann. In English, you can go to this website and subscribe to the mailing list, and then you will be informed about availability, pricing, updates about new features or whatever is of interest. Okay, one more thing that I'd just like to mention about the Morsarino. You'll notice that we have a large kind of Baylan antenna here. You can actually choose whatever antenna you want. So you could choose a higher gain antenna if you need more range, even a Yagi, whatever you want. It's entirely up to you. Yeah. We really like that you've got a choice of antenna. Yeah, and if you're really ambitious, then you go for a really big dish, say about 10 meters diameter, and then you can do EME. Den letzten Tag ist wieder ein Wunsch aufgetaucht für Internet-CW, der das schon kennt, das wollen wir auch noch versuchen einzubauen. Also das Gerät kann wirklich sehr viel und vor allem das Üben wird sehr lebendig, das ist wichtig. Ja. Gut, hinten wird der Otto dann solche nach Hause. Wie gesagt, Präsentation ist auf der Webseite alles schon um als PDF. Ich sage dann Heinz, Dankeschön für die Bedienung von meinem PC. Dann sage ich Matt, Dankeschön für die Übersetzung. Er hat das alles so schön gemacht und wie gesagt, alles auf der Webseite oben. Dann sage ich Danke, Willi, für die nette Zusammenarbeit. Also das ist wirklich sehr schön und wir werden sicher sehr viele Leute helfen, CW zu lernen und das Ganze etwas leichter zu machen. Ja, und dann haben wir zuletzt noch Dankeschön, dass ihr hier wart. Und vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr wieder.